Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Mai-Version von der Lookfantastic Beauty Box vor mir und die erscheint dieses Mal in einer formschönen Tasche und nicht in einer Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jeden Monat trudeln bei mir allerhand Beauty-Boxen ein. Manche habe ich im Abo, wie zum Beispiel die Lookfantastic Beauty Box, manche bekomme ich in Kooperation zugeschickt, aber ich möchte euch einfach so einen kleinen, ja, so einen Überblick geben, ne? Welche Boxen gibt es auf dem Markt und was können diese Boxen? Wie stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und ja, deswegen sehe ich das irgendwie so ein Stück weit als meine Aufgabe, euch das immer wieder zu präsentieren, euch meine Meinung dazu abzugeben und die Produkte auch so ein Stück weit aus meiner Sicht zu bewerten. Zum Ende des Monats gibt es dann, oder zum Anfang oder Mitte des Folgemonats, je nachdem, wie ich das so schaffe, ein Full-Face-Beauty-Boxen. Das heißt, da nehme ich dann alle dekorativen Kosmetikprodukte aus den ganzen Beauty-Boxen zusammen und versuche damit halt ein Full-Face-Make-up zu schminken, um zu schauen, ob die Produkte wirklich so ihr Geld wert sind und so cool sind. Denn die kostet hier zum Beispiel 15,50 € pro Box, also pro Monat, ne? Und enthält halt Produkte, die einen deutlich höheren Warenwert haben. Aber die Frage für mich ist natürlich immer, lohnt sich das Ganze? Und wenn du Lust drauf hast, mich generell auf dieser Reise nach der perfekten Beautybox oder nach dem perfekten Schminkergebnis oder Hauls und so weiter, was mache ich ja alles auf diesem Kanal, super viel Leute, wenn du mich da begleiten möchtest, kannst du mich auch super gerne einmal kostenlos hier unten abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Vergiss auch nicht, wenn du das Video schaust und es dir gefallen hat oder es dir gefällt oder du irgendwas hier cool findest, Daumen nach oben da zu lassen. Mir hilft das halt einfach, ne? Und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ein bisschen mehr erwähnen. Ein Kommi ist auch immer ganz nice. Also ihr wisst Bescheid, Leute, ne? Ich würde mich auf jeden Fall über Interaktion mit euch auch freuen und gönnt euch auf jeden Fall hart. Ich möchte jetzt aber wirklich mal mit euch in diese Box hineinschauen. Der Mai ist nämlich mein Geburtstagsmonat. Tatsächlich habe ich am 22. Mai Geburtstag, werde 33 Jahre alt. Also dieses Jahr Hardcore-Schnapszahl. 22. Mai 22 werde ich 33. Krasses Pferd. Das ist natürlich nicht jetzt meine Geburtstagsbox im wahren Sinne, aber ich empfinde es immer so ein bisschen so. Und hier habe ich auch so ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist bei der Lookfantastic Beauty Box mit dabei. Finde ich ganz cool. It's time to get away. Passt natürlich absolut, denn ich war jetzt ja kurz gerade eben erst weg auf Corfu mit Dalton zusammen. Müsste diesen Monat, diese Woche auch noch gelten, ne? Sommer, Claudi, da bekommst du 25% auf das komplette Dalton-Sortiment. Werbung, Werbung, Werbung. Also wir haben hier auch ein Editorial drin, das ist jetzt auf Englisch, ne? Hat der liebe Tom geschrieben und die Produkte sind hier aufgeführt. Preise suche ich mir immer im Shop halt hinaus, ne? 4 Produkte scheinen wir alle gleich zu haben, bin ich mir aber mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Die Lookfantastic Beauty Box stellt das ganze Konzept nämlich so ein bisschen um. Wir gucken einfach mal. Ihr könnt mir, wenn ihr die Box auch im Abo habt, unten in die Kommentare reinschreiben, welche Produkte ihr so in der Box drin hattet, ne? Ja, und dann hier noch so ziemlich viel. Dies, das, Ananas ist da noch mit drin beschrieben. Und eine Sneak Peek gibt es auch für Juni. Und da ist dann hier für diese Spotviecher, also für Pickelchen, ne? Dass du so Aufkleber hast von Disciple, What Spot? Spot Dots, okay, mit Salicylsäure und Hyaluronsäure. Halt etwas, was ich jetzt aktuell nicht verwenden kann, aber in der Theorie wäre es ganz geil, ne? Ja, wenn ihr die abonnieren möchtet, die Abo-Box abonnieren möchtet, könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen. Wow, da habe ich euch mal ein bisschen was verlinkt, dann bekommt ihr die Box nämlich auch ein bisschen günstiger und ich sammle dadurch, ich glaube, Lookfantastic Points oder so, keine Ahnung, und kann dadurch dann vergünstigt im Online-Shop shoppen gehen. So, jetzt möchte ich aber mal hier die Box auspacken, ne? Beziehungsweise die Tasche. Die hätte ich jetzt natürlich auch gebraucht, weil das so eine klassische, durchsichtige Tasche ist, die du ins Handgepäck reinpacken kannst, um dann deine Flüssigkeiten auch sichtbar drin mitzunehmen. Das finde ich schon mal schön. Doch, ne? Kann man auf jeden Fall sich gönnen. Wäre für mich jetzt von der Größe bei weitem nicht ausreichend, um dort halt so meine Kosmetika reinzupacken. Ich bin da halt ein bisschen krank, ne? Also, was das angeht, bin ich da halt echt, also, weiß ich nicht. Aua, habe ich schon selber gemerkt, dass ich da ein bisschen viel immer benutze, aber ich mache es halt einfach super gerne. So, wir haben hier eine Marke, die scheint irgendwie so dänisch oder schwedisch zu sein. Oder irisch? Das war irisch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das von Grüm. Claire Purifying Facial Cleanser Detox and Purify Activated Charcoal and Lemongrass. Plastikfrei, 100% natürlich, tierversuchsfrei,
vegan, freundlich, palmölfrei, made in UK. Okay, das sieht natürlich jetzt von der Marke her so aus, als würde ich es überhaupt nicht kennen. In der Look Fantastic Beauty Box haben wir öfters mal Marken mit dabei, die man jetzt so nicht unbedingt kennt. Und dann finde ich das schon wieder interessant. Ich kann mir vorstellen, dass du das fürs Gesicht nehmen kannst. Leather with warm water, wash and rinse. Simple. Ja, erstmal mit warmem Wasser halten, ne, machst du einfach so Kram. Also, dass es halt so schaumig ist und dann übers Gesicht. Nee, das finde ich cool. Riecht auch ganz angenehm. Ich bin jetzt nicht so der Zitronenfan, aber so als Gesichtsreinigung kann ich mir das schon gut vorstellen, ne? Und sowas ist dann sehr wahrscheinlich auch gut, um Unreinheiten vorzubeugen oder Unreinheiten wegzukriegen. Ich lese mir ganz kurz die Inhaltsstoffe durch. Also so jetzt auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als dürfte ich das nicht verwenden. Und das mag ich, ne? Also mit Aktivkohle ist es auch mit dabei. Also zur Gesichtsreinigung, also wirklich Reinigung, Purify, finde ich total klasse. Also Klärung, nicht nur Reinigung, ne? Es ist ziemlich warm, ne? Da haben wir eher gut 22 Grad, aber es ist so schwülwarm. Schreibt mir mal da unten. Ich bin ein bisschen verpeilt, es tut mir leid. In die Kommentare rein, wie warm es gerade bei euch so ist. Boah. Absolutes Kopfschmerzwetter, finde ich. Dekorative Kosmetik ist hier auch am Start. Glow to go. Glow 2 Highlighter von Kia T. Not for resale, das ist so ein kleines Ding mit 1,5 Gramm. Ich glaube, dass wir das schon mal irgendwo drin hatten. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Sieht so aus, ist mit diesem Schleifchen. Und von diesem Kia T London oder Kia T London hatten wir öfters auch mal Produkte drin. Zum Beispiel das Puder, das Lose mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Ein Highlighter habe ich mir eigentlich aber auch schon gesichert, ne? Müsste ich auch in meiner Sammlung drin haben. Und wenn ich die Sachen schon da habe, dann nehme ich ja meistens dann noch nicht die Produkte aus den Boxen. Die kann ich dann einfach weiter verlosen, sondern das, was ich in meiner Sammlung drin habe. Das finde ich dann immer ganz cool. Aber ich muss sie natürlich erstmal dafür hier rauskriegen. Ja, allein, dass ich den hier nicht rauskriege, kommt mir gerade bekannt vor. Verrückt. Auch das scheint tierversuchsfrei zu sein. Das finde ich schon mal, wow, das hätte ein Unglück geben können. Sehr sympathisch. Habe ich in der Farbe Starburst. Auch das kommt mir sehr bekannt vor. Manchmal doppeln sich halt Produkte, ne? Dass man die irgendwie ein paar Monate später nochmal in der Box drin hat oder so. Aber es ist eine schöne Farbe, kann man sich nicht beschweren. Ne? Und ich meine, den habe ich schon. Das heißt, ich werde meinen, den ich in der Sammlung habe, in meinen Full-Face Beauty-Boxen integrieren und den hier dann mal verlosen. Kia T London ist auch gar nicht so günstig. Wobei 1,5 Gramm ist jetzt schon eine sehr, sehr kleine Größe, ne? Aber dafür muss ich halt aus meiner Sicht sagen, Verpackung ist natürlich nicht so schön wie bei der Full Size, aber 1,5 Gramm hat man halt wenigstens, hört sich doof an, aber man hätte wenigstens mal die Chance, den aufzubrauchen, weil wenn du so einen Full Size Highlighter teilweise mal mit, keine Ahnung, 9 Gramm oder so hast, den kriegst du ja nicht aufgebraucht im Leben nicht, ne? Ja, aber schön, auf jeden Fall, den müsste ich wie gesagt da haben, ne? Dann habe ich hier auch so ein Glow-Produkt, das passt auch schön für Sommer, wir zeigen unsere Beine und so, ne? The Ritual of Karma von Rituals, Soul Shimmering Body Oil, 30 ml haben wir hier drin. Und das kann man sich dann echt schön auf die Beine geben, auf die Schlüsselbeine, auf die, hier Dekolleté, Halsdekolleté, Oberarm oder sowas, ne? Das kann echt schön aussehen, wenn dann die Sonne drauf scheint. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, dass es nicht allzu sehr glitzert. Weil wenn das so super glitzerig ist, dann will ich, also das will ich dann nicht so gerne, ne? Wenn das so ein Hauch ist, mag ich das gerne. Oder wenn man halt abends das drauf macht, irgendwie auf einer Party, wenn man ausgeht oder so. Aber ich muss mal gucken, wie sehr das halt schimmert. Aber eigentlich ist 30 ml eine ganz gute Größe, weil ich finde diese Full Sizes, also deswegen, ich beschwere mich gerade auch nicht, dass das eine kleine Größe ist, weil wir haben hier noch deutlich mehr Produkte und sonst haben wir ja 5 Produkte in der Box, ne? Denn diese kleine Größe ist halt etwas, du kannst es wirklich mal ausprobieren. Du kannst halt wirklich schauen, kann ich das gebrauchen? Wenn du jetzt hier eine Full Size drin hättest und dafür vielleicht 2, 3 andere Produkte nicht drin enthalten wären, würdest du dich ärgern, wenn du es nicht mögen würdest, ne? Denn so eine, ja, Beauty-Box, eine monatliche Abo-Box ist immer eine kleine Überraschung. Und deswegen, ich finde es cool, werde ich ausprobieren auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein bisschen Lichtschutzfaktor. Das ist natürlich etwas, was wir sehr gut gebrauchen können. Von Bondi Sands Daily Moisturizing Face Lichtschutzfaktor 50+. Das ist etwas, was ich super klasse finde. 50+ braucht man auch. Man braucht halt super viel von diesem Produkt eigentlich immer, ne? Um dann halt auch genau diesen Lichtschutzfaktor zu erreichen. Ist gar nicht so leicht. Ich glaube, die wenigsten auf diesem Planeten verwenden genauso viel Lichtschutzfaktor, wie man eigentlich verwenden sollte. Das wäre quasi ein Esslöffel oder halt 1 ml oder sowas oder so, ja, 1 ml. Wir haben jetzt hier drin 10 ml.
Ich glaube nicht, dass ich davon wirklich, also bin ich ehrlich, ne, wirklich fürs Gesicht einen Milliliter verwenden würde. Aber egal, ich gebe mir da immer so viel drauf, wie ich drauf kriege. Duftstofffrei, 4 Stunden water resistant, also quasi du könntest das, wenn du drauf machst, 4 Stunden lang ins Wasser gehen. Finde ich auch ganz nett mit Vitamin E, das Schönheitsvitamin. 72 Stunden Hydration, das ist nett, aber man muss ja Lichtschutzfaktor alle 2 Stunden auffreshen, also von daher macht das keinen Sinn. Jo, okay. Ne? Das ist er. Cruelty-free haben wir hier auch. Und irgendwas eco-friendly oder so steht da drauf. Reef-friendly, ja, dass du halt quasi auf die Riffe Acht gibst. Was natürlich auch gut ist, ne? Weil gerade wenn du das im Urlaub verwendest und dann schwimmen gehst, kommt das natürlich direkt ins Meer. Und wenn da Inhaltsstoffe drin wären, die halt nicht gut fürs Meer oder für die Korallenriffe wäre, wäre es halt super schade, ne? Deswegen finde ich es klasse. Bonnysense kenne ich persönlich eigentlich nur als ein Produkt, womit man quasi Selbstbräuner, ne, in Verbindung bringt. Lichtschutzfaktor hatte ich jetzt so nicht mit denen auf dem Schirm. Finde ich aber gut. Dann haben wir hier We Are Paradox Repair 3-in-1 Conditioner Hair Mask und Finishing. Nee, das ist Conditioner, Hair Mask und Finishing Cream. Okay, nachdem du quasi die Haare gemacht hast, also gewaschen hast. 50 ml sind hier drin. Hat einen interessanten Duft. Auch hier Cruelty Free. Also da scheint Look Fantastic jetzt auch ein bisschen mehr drauf zu achten, ne? Nee, ich rieche eigentlich nur dieses hier, das Plastik von dem hier. Weiß ich nicht, das riecht nämlich nach Luftmatratze gerade. Bekloppt eigentlich, ne? Aber gut. Joa, das machst du halt, nachdem du die Haare schamponiert hast, in dein nasses Haar hinein und wäschst es aus. Also hier steht jetzt nicht drauf, dass du es Ewigkeiten drin lassen solltest, ne? Achso, das wäre quasi der Conditioner. Als Maske machst du das in ein handtuchtrockenes oder trockenes Haar und lässt es über Nacht drin. Und wenn du das als Finishing Cream verwenden möchtest, dann einfach in gestyltes Haar reinpacken. Ja, ne? Ich glaube, bei mir wird das halt so ein Zwischending zwischen Conditioner und Haarmaske sein, denn über Nacht lasse ich sowas safe nicht drin, weil dann müsste ich ja theoretisch am nächsten Morgen wieder Haare waschen, wird mir auf den Keks gehen. Vielleicht, dass ich das einfach Ewigkeiten in den, ich weiß auch noch nicht genau, drin lassen, Beine rasieren und so weiter, kann ich mir vorstellen, dann auswaschen. Mal gucken. Ich kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Paradox, das Ganze. Ja, cool. Kenne ich die Marke? Nee, eigentlich nicht so wirklich, ne? Hier habe ich was drin, was, glaube ich, ziemlich teuer sein wird. Skin Chemists London Youth Series Rose and Lavender Intensive Night Therapy Eye Serum 15 ml. Das wird das Highlight-Produkt sein. Ich glaube, die Marke ist gar nicht mal so günstig. Von denen habe ich, glaube ich, aktuell auch so ein Augengedöns in Anwendung. Ne? Mal gespannt, was ich dann gleich für einen Preis daraus suchen werde. Da bin ich auch mal gespannt, wie dann hier die Dings aussieht, ne? Das ist echt die Sache. Manchmal hast du Produkte, wo einfach nur der Klebi an der falschen Stelle ist und deswegen ist es dann irgendwie B-Ware und deswegen kommt es dann in die Beauty-Boxen rein. Packt man sich auch irgendwie an den Kopf, ne? Oder irgendwie, es ändert sich eine Verpackung, dann kommt es in eine Beauty-Box, weil sonst könnten sich natürlich die Boxenmenschen gar nicht leisten, diese Produkte in die Boxen mit aufzunehmen, weil das sind ja schon hochwertige Produkte manchmal, ne? Okay, hier haben wir so ein Pipettenfläschchen. Das sieht sehr gelig aus. Haben sie ja auch angekündigt, ne? Und so kann man das dann entsprechend sehen. Ein klares Produkt. Und dann machst du dir als Augenserum drauf. Hm, schön. Siehst du wahrscheinlich 50 Jahre jünger gefühlt aus. Nein, aber das, ne, wenn das so teuer ist, dann erwartet man halt einiges von solchen Produkten, bin ich ehrlich. Da möchte ich halt nicht, dass ich es drauf mache und dann einfach nur ein schönes Hautgefühl habe, sondern da möchte ich wirklich eine Wirkung sehen. Ansonsten wäre ich echt enttäuscht. Ich suche ja auch gerade, ob ich aus Spanien komme. Aber hier steht auch irgendwas mit. Ach, das ist Quatsch. Quatsch. Distributoren stehen hier drauf. Ja gut, ne? Kann man alle wohl so machen. Ich habe jetzt hier nicht die Inhaltsstoffe irgendwo gefunden. Aber, jo. Ach, du kannst das sogar morgens und abends drauf machen. Benutzen Sie den Ringfinger, um die Substanz mit einem möglichst geringen Druck aufzutragen. Ne? Also immer den hier. Genau. Wobei bei mir Ringfinger ist immer so eine Interpretationssache. Ne? Okay, ja. Das war jetzt die Box gewesen.
und beziehungsweise die Tasche. Und sie hat mir gut gefallen. Also wir haben hier schöne Produkte drin, die einfach so für den anfänglichen Sommer ganz schön sind. Uns wird empfohlen, auf Lichtschutzfaktor zu achten. Dann haben wir auch ein bisschen dekorative Kosmetik mit dem Highlighter hier mit dabei. Ein bisschen Pflege ist enthalten. Auch, dass wir dann so auf schöne Haare setzen dürfen, ne? Schimmer auf den Körper, aber auch gleichzeitig dieses natürlich schön mit der Gesichtsreinigung. Also da hat Look Fantastic schon eine schöne Box herausgebracht, weil ich persönlich denke halt immer wieder dran, Mensch, ich zahle da 15,50 Euro für und bekomme dann halt solche Produkte mit so einem Wert und habe einfach die Möglichkeit, sowas auszuprobieren, ohne jetzt irgendwie super tief in die Tasche greifen zu müssen. Das gefällt mir, ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, das war's dann auch schon. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!